Moin, moin und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Zone Schule. Wo ist denn eigentlich der Busch? Der sollte doch hier sein. Hi. Wo kamst du denn her? Ah, ich sehe es in deiner Hand. Die Enderperle. Okay. Ich weiß nicht, was du meinst. Unser lieber Busch musste ein bisschen mit den Enderperlen spielen, verstehe. Wir sind heute auf dem Gelände der Red Zone Schule und wir haben wieder mal ein bisschen Grundlagen für euch mitgebracht. Und es geht heute mal wieder darum, wie Redstone sich verhält. Wie Redstone sich als Eigenschaft mit Blöcken verhält. Und ja, bevor wir lange schwafeln, gehen wir direkt mal da rein. Und da sind wir auch schon wieder. So, was haben wir denn hier aufgebaut? Die erste Reihe hier drüben überlasse ich mal dem lieben Busch. Wir sehen hier aber schon ein paar spannende Dinge. Und ja, erzähl doch mal, Busch. Ja, also hier haben wir zum einen mal einen Block und dieser Block wird von einem Repeater bepowert. Hier ist es jetzt, der Block wird direkt vom Repeater geladen, sodass der Block selbst tatsächlich dann wie ein Redstone-Block funktioniert. Das zeige ich euch jetzt mal, wenn ich hier den Hebel anmache. Zack, dann wird der Redstone-Block eben komplett geladen von diesem Repeater. Gibt hier dann das Signal eben weiter an alles Redstone, was drumherum liegt. Ne? Egal, wo das hier drumherum liegt, das Redstone wird direkt dann gepowert. Komplett geladen heißt im Grunde, ihr erinnert euch vielleicht an die alten Folgen, komplett geladen heißt, der hat die vollen Energielevel wie ein Redstone-Block von 15, also die Stärke 15. Und genau die gibt er auch weiter. Wenn wir jetzt hier diese Strecke statt einer Laterne einfach wieder verlängern würden, dann könnten wir das Ganze auch sehen. Der Busch legt das gerade mal hin. Nur damit der Begriff voll geladen einfach für jeden klar ist. Ja. Allerdings ist es jetzt hier, wird der Block tatsächlich nur durch einen Repeater auf die 15 geladen, von einer Redstone-Fackel ebenfalls. Wenn hier jetzt aber ein Comparator steht, dann würde der Comparator auch nur das in den Block laden, was der Comparator hinten reinbekommt. Das hatten wir ja schon mal in einer Folge, in einer der ersten. Ganz genau. Genau, und damit wäre der Block dann auch vollständig eben dann nur mit diesem Stärke 10-Signal geladen oder mit Stärke 9-Signal. Was meine ich direkt mit geladen? Da schauen wir hier jetzt gleich mal weiter zum zweiten. Wenn wir hier jetzt nämlich ein Redstone-Dust-Signal reinlegen in diesen Block, dann sehen wir, das Signal geht nicht weiter. Dieser Block hier in der Mitte, der ist jetzt nicht komplett geladen, sondern er wird nur durch das Redstone-Signal leicht bepowert. Das heißt, er selbst ist jetzt eben mit Redstone bepowert. Wenn wir jetzt irgendwas dran platzieren, dann würde das eben aktiviert werden, aber er selbst kann kein Signal mehr weiter abgeben hier in irgendeine Richtung. Aktiviert so. Oder im Falle einer Fackel deaktiviert. Ja, genau. Hier eine Fackel wird dadurch eben deaktiviert. Hier drüben auch bei einem komplett geladenen Block wird sie eben auch deaktiviert. So. Wie können wir aus einem Block, welcher eben nur bepowert wird, das Signal wieder entnehmen? Das geht ja. Zum einen mit einem Repeater oder mit einem Comparator. In dem Fall hier erkennt der Repeater, der Block hier ist geladen. Da kann ich ein Signal entnehmen und gebe es dann eben hier vorne ganz normal weiter. Im Endeffekt reagiert alles, was eine Art von Verbraucher ist, auf diesen geladenen Block. Ja, und den Repeater könnte man jetzt auch als eine Art Verbraucher sehen. Er saugt das Signal auf und gibt es weiter. Oh, und deswegen kann er befeuert werden von dem Block, während nur Redstone, was kein Verbraucher, sondern nur eine Leitung ist, nicht reagiert. Genau. So, jetzt hier haben wir zwei Repeater angeschlossen. Einmal ein Repeater, der den Block komplett lädt und ein Repeater, der dann eben das Signal wieder aus dem Block ausliest und auch das hier funktioniert. No? Denn der Block ist komplett geladen, da kann der Repeater natürlich super ein Signal entnehmen und ein Signal der Stärke 15 vorne wieder rausgeben. So, und hier haben wir jetzt den Extremfall. Hier wird jetzt erstmal ein Block nur bepowert von einem Redstone-Signal. Der Repeater entnimmt dieses bepowerte Signal und lädt dann eben den nächsten Block komplett, der es dann wieder an ein einziges Redstone weitergibt. Somit überbrückt man eine Strecke von 3 Blöcken mit nur einem einzigen Repeater. Das ist beispielsweise praktisch, wenn man über lange Strecken ein Signal verlegen muss und man nicht unnötig viele Repeater verbrauchen will, dann kann man hier ein Signal, welches nur noch die Stärke 1 hat, in den Block reingeben. Der Repeater entnimmt dieses Signal und der nächste Block wird mit 15 bepowert und dieses Signal hier unter mir hat dann ebenfalls wieder 15. Und so ein paar Blöcke sind deutlich billiger als Redstone.
Ja, genau, das zu denen. Okay, so viel zu der Seite. Ich hoffe, das war alles klar und verständlich für euch. Wir schauen mal, wir haben hier drüben auf der anderen Seite auch was aufgebaut. Wir sehen hier so ein paar aufgestiegene Pistons oder ausgefahrene Pistons, auf denen wir eben gesessen haben. Wieder mal Trichter. Dann haben wir hier einen Dropper oder einen Dispenser, spielt aber im Grunde keine Rolle. Einen Ofen und hier wieder etwas Glowstone-Laterne. Eine Glowstone-Laterne. Beziehungsweise, ach Quatsch, eine Redstone-Laterne, Entschuldigung. So, was wollen wir hier zeigen? Wir wollen zeigen, dass es Blöcke gibt, die sich laden und dann das Energielevel weitergeben. Es gibt aber auch Blöcke, die laden sich nicht. Ja, so wie wir es vorhin auf der anderen Seite gesehen haben. Hier die Laterne zum Beispiel, die lässt sich über den direkten Anschluss eines Repeaters, ein Repeater, der direkt rein zeigt, laden und gibt dann das Signal auch weiter. Würden wir den Repeater jetzt entfernen und auch hier nur das Signal einleiten, dann würde sie zwar leuchten, aber es würde nicht weitergehen. Wenn wir jetzt allerdings hinter die Laterne einen Repeater packen, den Busch das mal machen, dann kann der wiederum, wieder der Verbraucher, der von dem geladenen Block das Signal entgegennimmt, kann das Signal weitergeben. Das ist im Prinzip das gleiche Prinzip, was wir vorhin schon erklärt haben, nur hier nochmal anhand eines anderen Blocks als eines Steins. Genau. Hier noch ein kleiner Zusatz, weil wir es gerade hier so schön sehen mit der Lampe. Ein Block, welcher bepowert oder geladen ist, das ist komplett egal, kann alle anderen Sachen, die an ihm anliegen und ebenfalls Verbraucher für Redstone sind, wie beispielsweise Redstone-Lampen, ebenfalls aktivieren. Aber diese selbst können dann natürlich kein Signal mehr abgeben. Stimmt, das lässt sich hier sehr schön zeigen. Genau. Da ist dann einfach kein Energielevel mehr da, das weitergegeben werden könnte. Ja. Der mittlere Block ist eben hier jetzt komplett, ist hier jetzt eben bepowert und kann dann eben die Redstone-Lampen drumherum ebenfalls noch aktivieren. Genau. Aber diese selbst eben halt nichts mehr. Wunderbar. So, dann haben wir hier einen Ofen. Genau das gleiche Prinzip. Wenn wir hier die... Ich muss mal F1... Oder Busch macht das Ganze. Der klickt mal um. Genau. Der Ofen kann also auch das Signal weitergeben. Wenn er direkt bepowert wird mit einem Repeater, dann lädt er sich vollständig auf und gibt das Signal weiter. Und verhält im Prinzip genauso wie das Glowstone. Wie die Redstone-Laterne. Ja. Und das gleiche Spiel mit den Repeatern, alles im Prinzip genau dasselbe. Und auch da, wenn wir jetzt eine Redstone-Laterne auf den Ofen setzen würden, würde die sich verhalten, wie vorhin auch. Das macht da an der Stelle keinen Unterschied. Jetzt haben wir den Dropper oder Dispenser. Was habe ich hingesetzt? Ich kann die nie unterscheiden. Spender, das war der Spender auf Englisch. Uiuiui. Spender ist der Dropper. Genau, ein Dropper habe ich hingesetzt, genau. So, wie verhält sich denn jetzt der Dropper? Das ist ganz interessant, denn beim Dropper ist es, schalte mal ein, ganz genauso. Uppala, was haben daraus? Ein Slimeblock, hey, eine Überraschung vom Busch. Und noch eine. Ja, der Dropper selbst wird natürlich aktiviert, wie immer. Genau. Aber er kann in dem Fall, da er auch direkt geladen wird durch einen Repeater, das Signal weitergeben. Wohlgemerkt, laden können Repeater, Komparatoren, Redstone, Fackeln. Das kann alles ein Block laden. So, jetzt kommen wir aber zum Trichter. Der Trichter, ihr kennt das Spiel, wird beeinflusst von Redstone. Das haben wir schon oft gezeigt, dass wenn ihr beispielsweise eine Trichterglock baut und diese unter ein Redstone-Signal setzt, dass sie plötzlich aufhört weiterzugeben. Also die Items werden nicht mehr weitergegeben. Können wir ja gerne nochmal zeigen. Busch hat hier gerade eine Kiste hingesetzt. Wir müssen den Dropper nur etwas umsetzen, dass er in die Kiste rein zeigt. So, wenn wir jetzt da Items reinwerfen. Ich schmeiße da jetzt einfach mal hier 54 Redstone rein. Und schmeißt da auch ein bisschen was rein. Jetzt seht ihr, wie die rauslaufen. Beziehungsweise, wenn Busch jetzt das Signal anmacht, ab jetzt wird es hier keine Veränderung mehr geben. Ab jetzt ist dieser Trichter blockiert. Und die ganz Aufmerksamen, die erkennen jetzt schon, ich gehe mal aus dem Menü wieder raus, die erkennen jetzt schon, dass kein Signal hier hinten rauskommt. Obwohl er im Prinzip von der Logik her ja vollständig geladen wird durch den Repeater. Gibt er aber kein Signal weiter. Genau, der Trichter verhält sich im Endeffekt genauso wie, jedes andere Objekt, welches aktiviert wird vom Redstone-Signal. Jedoch wird der Trichter in dem Fall aktiviert, dass er sich ausschaltet, sozusagen. Er wird aktiv deaktiviert. Genau,
das wird auch jetzt funktionieren, wenn ich hier ein Signal eben in einen Block leite, dann ist der Block eben jetzt bepowered, der Trichter nicht, aber da sich der Trichter eben direkt an einem bepowerten oder geladenen Block befindet, leitet der Trichter auch nicht mehr weiter. Sehen wir, hier passiert gerade nichts mehr und sobald das Signal wieder ausgeschaltet wird, fängt das Ganze wieder an zu laufen. Genau. So, jetzt habt ihr gesehen, wie die Items anfangen weiter zu laufen. So, bei der Gelegenheit eine kurze Info. Viele denken, dass die Trichter hier nur 12 Items weitergeben. Das ist an sich auch richtig. Weitergeben ist richtig, aber sie können auf einen Schlag 24 Items transportieren. Das hatten wir gerade gestern im Livestream, das Thema. Und deswegen fällt es mir gerade ein, dass wir das nochmal hochwerfen könnten. Nämlich, er kann 12 Items gleichzeitig abgeben, als auch im gleichen Moment annehmen von einem Trichter, der oben drüber sitzt oder von einer Kiste oder ähnlichem. Das heißt, 12 gehen rein und 12 gehen raus zugleich. Heißt, 24 Items werden zu einem Zeitpunkt transportiert. Nur mal so am Rande. Jetzt haben wir Pistons, Sticky Pisten und Nicht-Sticky Pisten. Im Grunde brauchen wir nur einen davon zeigen, weil die sich exakt gleich verhalten. So, der einzige Unterschied ist ja, dass der hier oben klebt und einen Stein mitzieht, was der hier nicht macht. So, auch hier, er ist jetzt im Grunde vollständig geladen durch den Repeater, aber auch er gibt das Signal nicht weiter. Er lässt sich nur aktivieren oder deaktivieren. Ganz genau. Auch er ist eben kein ganz solider Block, der eben sich von Redstone bepowern lässt, sondern ganz einfach nur auf Redstone reagiert und dies nicht weiterleiten kann. Ebenfalls durch einen Block, der angrenzt und nur geladen ist oder bepowered ist. Ja. So, und das Ganze kann sehr nützlich sein, wenn man beispielsweise mal einen Block braucht in einer komplexen Schaltung, der eben kein Signal weitergibt. Und das gibt es nämlich hier auch noch. Die haben wir mal eben schnell hier dazwischen gebaut. Und da haben wir hier beispielsweise Glas. Ja, wenn der liebe Busch jetzt ein Signal darauf gibt, dann passiert da mal gar nichts. Erstens reagiert Glas nicht auf Redstone, zweitens leitet Glas keinerlei Form von Energie weiter, außer dass es Sonnenlicht durchlässt oder Mondlicht. Ja, das funktioniert, ja. Aber reines, echtes, stromartiges Energielevel, das funktioniert an der Stelle nicht. Ja, das heißt, damit könnt ihr auch mal Schaltungen abgrenzen und gerade bei Glas der Vorteil, man kann trotzdem noch durchgucken. Seelaternen, ganz, ganz großer Vorteil, auch Glowstone da hinten, denn die verhalten sich genauso wie das Glas, außer dass man nicht durchgucken kann, jedoch leuchten sie auch gleich eure Schaltungen aus. So, nachdem wir auch das gezeigt haben, kommt noch ein letzter entscheidender Punkt hinzu und Punkt trifft die Sache auch schon ganz gut. Der liebe Busch hat es hier nämlich aufgebaut, ich gucke mal, ob ich da irgendwie hochkomme, dann sieht man das besser. So, Busch, zeig uns nochmal, wir haben hier zwei Blöcke, die sind diagonal angeordnet. Und daran ist ein Hebel. Genau. Der Hebel hat ebenfalls wie Repeater-Komparator oder Redstone-Fackel die Möglichkeit, einen Block komplett zu laden mit Redstone. Genauso wie auch die Knöpfe oder alles andere, was eben mit dem Spieler womit der Spieler interagieren kann. Und in dem Fall lädt der Block, der Hebel jetzt eben diesen Block. Und der Block gibt das Signal direkt an dieses Redstone-Dust hier weiter. Das Schöne daran ist jetzt, dieser Redstone-Dust, seht ihr, der ist punktförmig. Ich glaube, ab der 1.15 ist er dann eben plusförmig, dass er eben in alle Richtungen strahlt. Das würde dann auch damit einhergehen, dass er wirklich alles, was um ihn herum ist, auch bepowert. Das war ein Block zu tief. Zack, bepowert hier oben, rechts, links. Jetzt vorne platziere ich mal keinen. Und diese Blöcke, die sind jetzt wirklich bepowert, dass ich hier auch nochmal ein Signal entnehmen kann mit einem Comparator, einem Repeater oder auch mit einer Redstone-Fackel, die es invertieren kann. Zudem wird von diesem punktförmigen Redstone, wie von jedem anderen Redstone, welches über einen Block geht, auch der Block selbst, auf dem es sich befindet, geladen, sodass auch hier unten eben dann ein Signal entnommen werden kann. Ein Repeater oder eben eine Redstone-Lampe. So, das so viel jetzt mal zu dieser Seite. Dann haben wir das noch, wo der liebe Rouge drauf stand. Hier haben wir jetzt ebenfalls dasselbe System, allerdings befindet sich dieser Redstone auf einer Half-Slab. Und dass das einen hier gewaltigen Unterschied macht in so einer Half-Slab, das haben wir auch schon mal erklärt, ne? Genau, das haben wir mal kurz einfließen lassen. Denn der Unterschied ist, hier, das Redstone-Signal bepowert auch alles, was hier links und rechts davon ist, aber eben nicht, was sich da drunter befindet. Und von dieser Half-Slab kann man auch kein Signal entnehmen.
Hier drüben gibt es einen kleinen Unterschied. Das Redstone-Signal ist nach wie vor punktförmig, allerdings befindet es sich hier auf einer Half-Slip. Alternativ würde hier tatsächlich auch eine Stufe gehen, die eben mit der geraden Fläche nach oben zeigt. Die hat dann dieselbe Funktion. Und zwar diese Half-Slip, die wird jetzt selbst nicht geladen. Das Redstone-Signal gibt nach wie vor in alle Richtungen ab, da es punktförmig ist. Aber die Half-Slip, die bepowert jetzt, die wird eben nicht bepowert, weshalb hier ein Block, der sich direkt in einem angrenzenden Box befindet, keine Aktivierung erfährt. Also auch hier daneben haben wir hier jetzt keine Aktivierung. Warum geht jetzt diese Lampe hier an? Ganz einfach. Hier oben haben wir das Redstone-Signal, welches die obere Lampe bepowert. Und da die obere Lampe bepowert ist, geht auch die untere Lampe an. Entfernen wir die obere, geht die untere Lampe auch wieder aus. So, und hier drüben stand ich nochmal auf einem Block. Genau, und dieser Block hier, den bepower ich jetzt mal direkt, beziehungsweise den aktiviere ich jetzt direkt mit dem Hebel, sodass er komplett geladen ist. Und jetzt wird sogar ein Signal, welches sich drunter befindet und gar nicht in direktem Kontakt damit steht, komplett aktiviert. Und das kann ich jetzt hier auch weiterlegen. Ne? Hat eben eine Stärke von 15. Durch den Hebel entsteht ein Signal von 15, das wird direkt darunter an das Redstone-Signal abgegeben. Auch das kann eben manchmal relevant sein, wenn ihr eine Schaltung habt oder sowas, dass ihr aus Versehen mal ein Signal bepowert oder nicht. Das genau. Ist mir schon das ein oder andere Mal passiert. Man könnte aus Versehen ein Signal bepowern, man kann es aber auch, und das nutze ich sehr gern, wenn man irgendwo oberirdisch einen Knopf installieren will oder einen Schalter installieren will, ist das eine schöne, einfache Art, direkt unterirdisch das Signal abzuleiten. Genau, wenn wir jetzt den Hebel hier oben drauf tun und hier jetzt mal sozusagen zubauen. Machen wir den an. Keine direkte Verbindung, aber das Signal geht raus. So, ich glaube, das war viel Theorie für heute, war aber, glaube ich, genug für heute. Es sind aber alles wichtige Punkte, die man wissen sollte. Und auch hier wieder, das ist alles Wissen, das man braucht, um größere, komplexere Schaltungen zu bauen. Wenn man das nicht hat, wird es schwierig. Oder auch, um sie zu verstehen, wenn man sich irgendeine Schematik gezogen hat und baut einfach irgendwas nach, ist es doch ganz hilfreich, wenn man versteht, wie es funktioniert. Und ganz besonders bei der Fehlersuche. Deswegen immer weiter auch schön die Grundlagen schauen und damit, Fehler schneller finden und Fehler ausschließen. Das war's für heute mit der Redstone-Schule. Der liebe Busch war wieder mit dabei, das finde ich super. Und wo sind wir denn? Da sind wir. So, das war's wieder mit der Redstone-Schule. Lieber Busch, danke, dass du wieder dabei warst. Ich glaube, wir haben das geschafft, halbwegs verständlich zu transportieren für unsere Zuschauer. Und ansonsten schaltet einfach wieder ein, wenn es heißt Redstone-Schule, jeden Donnerstag 17.30 Uhr oder montagsabends um 21.15 Uhr zum Livestream. Ab und zu kommen auch noch mal andere Videos rein. Abonniert mich auch gerne auf meinem Instagram-Kanal rouge-83. Da gibt es manchmal Ankündigungen von mir oder es gibt irgendwelche anderen Kleinigkeiten, die ich da mal teile. Ist immer ganz nett anzuschauen. Kommt in meinen Discord-Server. Wenn ihr da noch keine Einladung habt, dann schreibt mich irgendwie an, dann kriegt ihr eure Einladung. Du-du-dum. Neue Konversation auf Discord war das. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein und Kanal abonnieren und Glocke nicht vergessen.